Sie, liebe Menschen, hat eine Megastimme, ein unglaubliches Jahr hinter sich. Sie selbst spricht von einer Achterbahn. Sie sieht toll aus und sie sitzt bei mir, Ann-Sophie! Hallo! Willkommen bei TalkDot. Weißt du eigentlich, liebe Ann-Sophie, dass wir mehrere Gemeinsamkeiten haben, außer Talent, gutes Aussehen? Wir haben einen ähnlichen Nachnamen. Dein Name ist Dürrmeier, mein Name ist Dürrmeier. Das habe ich vorhin gehört und dachte auch so, what? Ja, what the fuck? Weil wir sind auch noch vom Horoskop beide Jungfrau. Ach, und wir werden es immer bleiben. Und wir werden clap, super. Also, Jungfrau, stehst du auf Horoskope? Glaubst du dran, oder? Ich lese es mir jetzt nicht jeden Tag durch, aber manchmal bin ich schon verwundert, wie sehr das doch stimmt. Ja, wir machen unser Zuckertütchenspiel. Okay. Es gibt ja immer diese Eigenschaften von Jungfrau geboren, wie sie angeblich sind. Ich sehe mich manchmal drin wieder. Bist du zielstrebig? Ja. Gut. Vernünftig? Mehr oder minder. Kommt drauf an, wann. Aha, wann denn nicht? Das. Okay, vergiss die Frage, bist du verantwortungsbewusst? Eigentlich versuche es zu sein, aber manchmal klappt es auch und manchmal weniger, aber eigentlich schon. Strukturiert? Doch. Ja, sehr. Sehr. Jetzt kommen die negativen Sachen. Wenig risikobereit, sagt man, sind die Jungfrauen. Nee, eigentlich nicht. Meine Risiken haben sehr viel Geld gekostet. Alles klar, dazu später mehr. Leicht aus der Bahn zu bringen, zum Beispiel. Ja, okay. Das doch schon. Toll, dass du bei uns bist. Das wird ein geiler Abend. So, jetzt bist du ja in London geboren. Genau. Und in Hamburg aufgewachsen. Das muss man erklären. Sind deine Eltern Diplomaten? Was ist passiert, dass du in London zur Welt gekommen bist? Ja, mein Vater hat da beruflich, hat da gearbeitet und dann bin ich da zur Welt gekommen. Und wie lange warst du dann in der Hauptstadt? 3,5 Jahre, glaube ich, ja. Und dann okay. ging es nach Frankfurt. Mhm. Und am Main oder? Ja, am Main. Ja. Am Main? Am Main? Am Main. Ja, okay, ja. Alles klar. Genau, muss man vorsichtshalber nachfragen. Ja. Hast du von London irgendwas noch mitbekommen in diesen 3,5 Jahren? Hast du irgendwie einen Puls oder einen Rhythmus oder irgendwas? Oder? Ich glaube, unterbewusst hat sich relativ viel eingeprägt, aber bewusst kann ich mich tatsächlich erst ab Frankfurt erinnern, also ab dem Alter von 4 Jahren. Mhm. Und dann seid ihr irgendwann nach Hamburg gezogen? Genau, mit 6. Okay, ja. Und dort dann Schullaufbahn und so weiter alles gemacht. In Heimfeld habe ich gelesen. Ja, in also the Hood. In the Hood, genau. Für alle, die das nicht wissen, wo das liegt, das liegt auf der anderen Seite von der Elbe. Ne? Ja. Wie ist denn das da so? In Heimfeld? Ja. Ist eigentlich ganz gemütlich. Also es ist halt ein bisschen südlicher und da war halt meine Schule und ich hatte da eigentlich eine relativ gute Zeit. Du wolltest sehr schnell irgendwas mit Kunst machen. Du hast ab 3 Jahren Ballettunterricht genommen und hast mit 14, glaube ich, den Berufswunsch gehabt, Sängerin. Muss man sich das so vorstellen, dass du vor dem Klospiegel standst mit der Haarbürste und jemanden nachgesungen hast? Oder? Ja, aber das im Wohnzimmer habe ich immer gesungen. Im vor dem Fenster. Mitzuhören? Ich ganz laut Christina Aguilera angemacht, ihr Album Stripped und dann ging's ab. Ihr wisst, wie viel ich noch vom Text kann, nämlich gar nichts mehr. Ja, aber und mit Zuhörern schon, oder? Nee, ohne Zuhörer. Also da waren nur alle das Fenster Eltern, und ich. Alles klar. Ja, ich habe immer gewartet, bis alle weg waren und dann habe ich dazu gesungen. Und dann kam das Abitur 2010. Wir machen das alles relativ schnell, weil jetzt gehen wir zusammen mit dir nach New York. Oh, okay. Du bist nach dem Abitur, hast du dir dann wahrscheinlich auch diesen künstlerischen Traum erfüllt. Hast gesagt, ich gehe auf das Lee Strasberg Film- und Theaterinstitut, das ja relativ bekannt ist in New York. Mhm. Ich habe ja auch eine Schauspielausbildung. Bei mir war es immer wahnsinnig viel Psychodrama, was wir machen mussten. Also immer an der Wand lang, wenn Gefühle waren und so weiter, immer schön festhalten. Ich habe Lee Strasberg nie ganz verstanden. Was kann man sagen, macht Lee Strasberg? Method Acting. Mhm. Und Method Acting basiert eigentlich auf dem Prinzip, dass man immer wahrheitsgetreu schauspielt. Also wenn du eine Emotion von Trauer zum Beispiel hast, dann kannst du nicht einfach nur versuchen zu weinen, sondern du sollst dich an einen Moment zurückerinnern, wo du diese Emotion hattest. Und da so ein privater Moment. Oder genau, Private Moment. Oder dann hast du da auch vielleicht ein Objekt, was irgendwas auslöst in dir. Das musst du dann erfühlen und sehen und riechen und keine Ahnung. Und dann hoffen, dass dabei die Emotionen eben frei werden. Und irgendwie, du machst ja auch dann Animal Work, also so, du bist dann halt dann Tier.
Ah. Ja, ich war dann Pferd. Mach mal Pferd, mach mal das. Wie kann man, macht man dann so, da hüpft man. Sie, meine Schauspiellehrerin meinte so, Ann-Sophie, das war das beste Pferd, was ich jemals gesehen habe. Da war ich schon echt stolz auf mich. Aber die Musik, die ist es. Die Musik, die ist es einfach. Du hast eigene Songs aufgenommen, dann in der Zeit in New York, und hast angefangen mit eigenen Barauftritten, also wie man sich das so ein bisschen klischeemäßig vorstellt. Wie bist du rumgezogen? Hast du selbst Gitarre gespielt? Gab es ein Klavier? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich habe in New York, da habe ich mir dann ein Keyboard gekauft, das habe ich in mein Zimmer gestellt und habe ich gesagt, so, das muss jetzt irgendwie funktionieren, das Songwriting. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und Akkorde rumgedrückt. Ich mache bis jetzt auch nicht mehr, ich bin keine große Pianistin, und habe dann dazu einfach angefangen zu schreiben und habe dann irgendwie selber aufgenommen in meinem Zimmer. Und dann hatte ich eine Bar, in der ich relativ regelmäßig war, das war die The Bitter End. Immer wieder bin ich da, ist auch so ein blödes, am bitteren Ende. Auf jeden Fall war dann eine Monday Night Jam und das war halt nur Jazzmusik und dann bin ich da reingegangen und wollte halt da singen und dann, ja, habe ich mich da hingestellt und dann habe ich gesungen. Und es kam dann relativ schnell deine erste EP, Time, die du dann in New York aufgezeichnet hast. Das erste Video, Get Over Yourself, gab es auch gleich danach. Und dann das erste Studioalbum Time Extended 2013, genau, das du jetzt ja wieder ein bisschen vorgeholt hast. Ja. Und mit Art and Glory auch nochmal richtig ein geiles Booklet und Outfit gemacht hast. Kann man übrigens auch im Internet kaufen, www.artandglory.de. Erzähl mal ein bisschen über die Phase, wie das war. Hat dich da jemand angesprochen, komm, wir machen jetzt eine CD, oder hast du selbst Geld in die Hand genommen? Also ich habe ja in dieser Bar relativ regelmäßig gesungen und der Saxophonist hieß Richie Canada und Richie Canada war ganz lange der Saxophonist von Billy Joel. Das wusste ich aber nicht. Ich habe ihm irgendwie trotzdem meine Musik gezeigt, so die ich halt selber völlig amateurhaft in meinem Zimmer aufgenommen habe. Und da meinte er so, es gefällt ihm und er hätte ein Studio und wir könnten das aufnehmen. Das war natürlich total cool, sein Sohn hat das produziert, aber ja, ging doch in meine Tasche. Sehr deswegen gut. Muss es heute Abend doch wieder in meine Tasche rein. Ja, das ist die Aufforderung für den Kauf. So, jetzt bist du wieder hier in Hamburg. Was hat dich zurückgetrieben in die Hansestadt von Amerika? Also viele Gründe. Zum einen ist es sehr, sehr teuer da. Also ich hatte nicht mehr genug Geld, beziehungsweise gar keins. Und dann ging das mit dem Visum, was ich hatte. Ich hatte ja ein Schülervisum, darf ich da auch gar kein Geld verdienen. Das heißt, man muss sich entweder für die Green Card bewerben oder für ein Artist-Visum. Ein Artist-Visum kostet auch wieder Tausende von Dollar. Also man kann sich das alles mal dann kaufen, um dann da zu leben und noch mehr Geld auszugeben. War aber trotzdem traurig. Wusste nicht, will ich jetzt zurück, will ich nicht zurück. Und ich vermisse es immer noch sehr. Aber dann dachte ich so, egal, jetzt sind erstmal andere Dinge wichtiger und dann wieder nach Hause und versucht hier meinen Weg und meine Sachen aufzubauen und habe halt jetzt auch eine Band und so, mit der ich spiele. Ja.